Diese bizarren Entdeckungen bereiten den Wissenschaftlern schlaflose Nächte. Vom Paralleluniversen in der Antarktis bis zum Tunguska-Ereignis in Sibirien. Was ich euch heute zeigen werde, wird euch das Blut in den Adern gefrieren lassen. Denn diese Ereignisse könnten wirklich aus einer Akte X-Episode stammen. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Herzlich willkommen, Leute. Ich bin ja echt schon lange ein Fan der Serie Akte X. Wenn ihr genauso begeistert von solchen rätselhaften Phänomenen seid wie ich, dann lasst jetzt direkt mal einen Daumen nach oben für das Video da. Lasst uns versuchen, 4000 Likes zu schaffen, damit YouTube dieses Video so vielen Menschen wie möglich anzeigt, die dann auch etwas über die Grenzfälle der Wissenschaft lernen können. Ja, die Wissenschaft stößt manchmal an ihre Grenzen, an Grenzen, die unser Verständnis herausfordern. Einige Entdeckungen sind so bizarr, dass sie selbst erfahrene Forscher sprachlos machen. Und viele davon sind bis heute ungelöst. Und von Paralleluniversen bis Aliens ist als Erklärungsversuch alles dabei. Wir schauen uns das direkt an. Vorher brauchen wir aber noch ausreichend Energie für all die wissenschaftlichen Ereignisse, die wir uns heute anschauen. Da hilft uns Holy Energy. Das ist mein Lieblingsgetränk, das mich immer bei langen Nächten in der Sternwarte begleitet. Wenn ich dort Sterne beobachte, nimmt das oft die ganze Nacht in Anspruch. Und Holy versorgt mich mit der nötigen Energie. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen Energy Drinks ist in Holy weder Zucker, Taurin noch künstliche Zusatzstoffe. Zuckerbomben gehören für mich also der Vergangenheit an und ich kann mich trotzdem mit Energie versorgen, aber eben gesünder und mit weniger Kalorien. Und Holy pusht mich dank Newcaf nicht nur kurz, sondern auf angenehme Weise langanhaltend. Einem All-Nighter in der Sternwarte steht also nichts mehr im Wege. Das sieht auch Maximilian so, der mir unter ein Video geschrieben hat: Familienmitglied hat mich zu Holy gebracht, aber wenn ich schon den Rabatt bekomme, dann bestelle ich innerhalb von 2 Wochen gern ein fünftes Mal, schmeckt einfach saugut. Egal, ob ihr Energie fürs Sternegucken braucht, fürs Arbeiten, Zocken oder für was ganz anderes, ich empfehle euch, das auch mal auszuprobieren. Und die Sterne stehen heute gut, denn mit meinem Link weareholy.com/astrotim bekommt ihr das Starter-Set für galaktische 5 Euro günstiger. Im Energy-Starter-Set bekommt ihr 14 Portionen von 7 leckeren Sorten und den stylischen Holy-Shaker mit dazu. Mit meinem galaktischen Rabatt bekommt ihr die super leckeren Energy-Sorten also für nur 19,99 statt 24,99. Das ist die perfekte Möglichkeit, auf gesündere Energy-Drinks umzusteigen und jeder Kauf unterstützt natürlich auch meinen Kanal sehr, also Win-Win. Probiert es jetzt aus, Leute, Link unter dem Video und nun voller Energie zu den mysteriösesten Entdeckungen aller Zeiten. Lasst uns mit einer der jüngsten und faszinierendsten Entdeckungen beginnen, etwas, das unsere Vorstellung vom Universum komplett auf den Kopf stellen könnte, denn Wissenschaftler der NASA haben möglicherweise Hinweise auf ein Paralleluniversum gefunden und das ausgerechnet in der Antarktis. Derzeit schießen wieder viele Medienberichte aus dem Boden, in denen felsenfest behauptet wird, dass die NASA ein Paralleluniversum in der Antarktis entdeckt hätte. In einem Artikel der Frankfurter Rundschau mit dem Titel „Antarktis-Experiment deutet auf Paralleluniversum hin“ heißt es: Ein Paralleluniversum gilt als die einzige plausible Erklärung für die Wissenschaftler. Dieses andere Universum müsste im selben Urknall wie unser eigenes entstanden sein. Physiker gehen schon länger davon aus, dass Paralleluniversen existieren, in denen Doppelgänger von uns leben. Tun sie das? Immer mal der Reihe nach. Was ist überhaupt bei dem Experiment in der Antarktis passiert? Ein Forscherteam um den Wissenschaftler Peter Gorham versucht dort Neutrinos zu detektieren. Sie nutzen dafür die sogenannte Antarctic Impulsive Transient Antenna, kurz ANITA, und das ist ein wirklich spektakuläres Experiment. An Heliumballons, die in 37 Kilometern Höhe schweben, sind Radioantennen angebracht, die Radioimpulse messen sollen, die wiederum entstehen, wenn Neutrinos mit dem antarktischen Eisschild reagieren. Wow, das klingt wirklich nach Science Fiction und ist eigentlich schon spektakulär genug, ohne dass man Geschichten von Paralleluniversen hinzudichtet. Um besser zu verstehen, was dort entdeckt wurde, müssen wir aber erstmal klären, was ein Neutrino überhaupt ist. Klingt so ein bisschen nach einem Ned Flanders Teilchen. Nachbarino, Neutrino. In Wahrheit sind Neutrinos aber elektrisch neutrale Elementarteilchen mit sehr geringer Masse.
Deswegen nennt man sie manchmal auch Geisterteilchen. Und es ist super schwierig, diese Geisterteilchen zu detektieren. Und hinzu kommt, dass, wenn sie mit Materie zusammenstoßen, nur eine ganz schwache Wechselwirkung entsteht. Neutrinos können einfach so durch die ganze Erde hindurch rasen, schwächen sich aber dabei ab und machen sich nicht großartig bemerkbar. Deswegen muss ein Projekt wie ANITA aus großer Höhe eine gigantische Fläche überwachen, um überhaupt eine Chance zu haben, eine Neutrino-Kollision messen zu können. Und ANITA hat dann tatsächlich vor einigen Jahren etwas sehr Kurioses entdeckt, nämlich eine Fontäne hochenergetischer Teilchen, die aus dem Eis hervorbrach und einem auf dem Kopf stehenden kosmischen Strahlenschauer ähnelte. Peter Gorham beschreibt es so: Es war, als ob die kosmische Strahlung aus dem Eis selbst gekommen wäre. Eine sehr seltsame Sache. Wir veröffentlichten also eine Abhandlung darüber und stellten fest, dass dies in ziemlich starker Spannung zum Standardmodell der Physik stand. Ich sehe schon die Fragezeichen in euren Augen. Was hat jetzt die Teilchenfontäne mit Neutrinos zu tun? Die Theorie war ursprünglich, dass eine Reaktion, ausgelöst durch eine Neutrino-Kollision im antarktischen Eis, die Teilchenfontäne ausgelöst hat, die dann von ANITA detektiert wurde. So etwas hatte man sich ja schließlich auch erhofft, denn der Zweck des ANITA-Projekts ist ja die Neutrino-Detektion. Aber so ganz passte das nicht. Denn die Entdeckung deutete darauf hin, dass die Signale von sich seitwärts bewegenden Teilchen stammen, die sich durch die Erde gegraben haben, bevor sie aus dem Eis hervorbrachen. Von Neutrinos ist zwar auch bekannt, dass sie, wie eben erwähnt, durch die gesamte Erde fliegen, aber eigentlich schwächen sie sich dabei viel mehr ab, als es das hier detektierte Teilchen getan hat. Vereinfacht könnte man also sagen, dass hier eine Art Superneutrino entdeckt wurde, das sich noch heftiger durch die Erde gräbt als normale Neutrinos. Peter Gorham formuliert es so: Das könnte darauf hindeuten, dass wir tatsächlich eine neue Klasse von subatomaren Teilchen sehen, die sehr durchdringend ist. Sogar noch durchdringender als ein Neutrino, was ziemlich schwierig ist. Dies könnte also ein Hinweis auf eine neue Art von Physik sein, die wir als jenseits des Standardmodells der Physik bezeichnen müssten. Ein zuvor noch unbekanntes, subatomares Teilchen, das mit den bisherigen physikalischen Theorien nicht gänzlich zu erklären ist. Das ist die große Entdeckung in der Antarktis gewesen. Aber wie kommt jetzt das Paralleluniversum ins Spiel, von dem viele Journalisten fantasiert haben? Andere Forscher, die nicht mit Peter Gorham zusammengearbeitet haben und nicht am ANITA-Projekt beteiligt waren, haben tatsächlich eine abgefahrene Hypothese aufgestellt. Das neu entdeckte subatomare Teilchen, das Superneutrino, wie wir es eben genannt haben, entstammt demnach einem Paralleluniversum, das zeitgleich mit unserem entstanden ist. Und in diesem Paralleluniversum verhalten sich Neutrinos in einer Art entgegengesetzten Art wie in unserem Universum. Hawking hat bereits in den 80er Jahren mathematisch errechnet, dass Paralleluniversen möglich sind. Später hat er aber präzisiert, dass er nicht glaubt, dass es unendlich viele Universen gibt, dass es also nicht Universen gibt, in denen ausgerechnet Zwillinge von uns rumlaufen, wie in dem Artikel in der Frankfurter Rundschau behauptet wird. Er spricht davon, dass man die Multiversumstheorie zähmen müsste und hält grundsätzlich die Existenz eines Multiversums für möglich, aber eben nicht unendlich viele. Er kam außerdem zum Schluss, dass die grundlegenden Regeln der Physik wohl in allen Paralleluniversen gleich oder zumindest ähnlich sein müssten, unser Universum also im Sinne der Naturgesetze typisch ist. Wenn Hawking recht hat, ist also die Hypothese, dass es in einem Paralleluniversum ganz andere Neutrinos geben könnte und dass dort sogar die Zeit rückwärts läuft, wie einige Medien getitelt haben, ziemlicher Quatsch. Und ganz ehrlich, die Entdeckung beim ANITA-Projekt gibt eigentlich gar nichts her für die Paralleluniversumstheorie. Meiner Meinung nach ist das einfach nur schlechter Journalismus von Redakteuren, die irgendeine reißerische Behauptung aufgegriffen haben und nicht auf den Leiter des wissenschaftlichen Projekts, um das es ja eigentlich geht, gehört haben. Denn Peter Gorham sagt zu den Paralleluniversumsgerüchten Folgendes: Diese ganze Sache mit den Paralleluniversen wurde nicht von uns erfunden, aber irgendwie sind wir damit in Verbindung gebracht worden. Leider hat der Journalismus in dieser Sache nicht sehr gut zwischen unserer experimentellen Arbeit, die einige Anomalien in den Daten identifiziert hat, und der von einigen Physikern vorgeschlagenen Theorien unterschieden, die nicht Teil unserer Zusammenarbeit sind. Zusammenfassung also: Die NASA hat kein Paralleluniversum in der Antarktis entdeckt,
Stattdessen aber mit dem Verdacht auf ein neues subatomares Teilchen etwas mindestens genauso Spannendes. Und ganz unabhängig von der Sache ist es dennoch gut möglich, dass Paralleluniversen existieren. Und eine weitere traurige Erkenntnis aus der ganzen Sache: vielen Medienberichten über wissenschaftliche Sachverhalte kann man leider nicht so einfach trauen. Verrückt, oder? Übrigens, egal ob ihr aus diesem oder aus einem Paralleluniversum zuschaut, lasst jetzt gerne mal ein Abo für den Kanal da, um nie wieder solche Videos zu verpassen, und helft mir, mein Ziel von 300.000 Abos zu knacken. Danke, Leute. Von der eisigen Antarktis springen wir jetzt in die sibirische Taiga. Dort ereignete sich vor über 100 Jahren etwas, das Wissenschaftler bis heute rätseln lässt. Eine gewaltige Explosion, die tausende Quadratkilometer Wald zerstörte, aber keinen Krater hinterließ. Was war das Tunguska-Ereignis wirklich? Ein Meteorit? Ein kleiner Komet? Vielleicht etwas ganz anderes? Lasst es uns herausfinden. Vielleicht wusstet ihr das gar nicht, aber jedes Jahr am 30. Juni wird der sogenannte Asteroid Day oder Asteroidentag gefeiert. Hat jetzt nicht ganz so die Relevanz wie Weihnachten oder Ostern, ist aber trotzdem ein sehr wichtiger internationaler Gedenktag, denn er findet immer am 30. Juni statt, da da sehr wahrscheinlich das sogenannte Tunguska-Ereignis sich ereignet hat. Und das ist eines der krassesten Asteroidenereignisse in der Menschheitsgeschichte, und trotzdem weiß man fast gar nichts darüber. Der gesamte Osten von Russland ist nicht so wirklich dicht besiedelt. In dieser sibirischen Einöde, in der zwar ein paar einheimische Völker, wie zum Beispiel die Ewenken, wohnen, aber ansonsten eigentlich nur Rentiere grasen und Bäume stehen, da ereignete sich 1908 ein wirklich faszinierendes Ereignis, denn ein ungefähr 200 Meter großer Asteroid drang in die Erdatmosphäre ein. Dann nennt man ihn übrigens ein Meteor, und irgendwo, bevor er auf dem Boden aufgeprallt ist, muss er explodiert sein. Hunderte und tausende kleinere Meteore sind dann auf die Erdoberfläche eingeschlagen und haben eine Fläche von 2000 Quadratkilometern verwüstet und vermutlich über 60 Millionen Bäume zerstört und umgeknickt. Also wirklich ein Ereignis irgendwie schon von fast apokalyptischem Ausmaß. Nur das Problem ist, erstens war im Jahre 1908 natürlich noch nicht so eine globale Medienberichterstattung wie heute. Das heißt, erstmal hat das keiner mitbekommen. Zweitens lebt ja da fast keiner, außer eben ein paar Ewenken. Man ist sich bis heute nicht sicher, ob es überhaupt menschliche Opfer gab. Manche Quellen sagen, 3 Menschen sind gestorben, aber die meisten Quellen sagen, eigentlich sind nur Rentiere und Bäume zu Schaden gekommen und keine Menschen. Und das liegt eben nur daran, dass da fast keiner lebt. Wäre dieses Ding über Tokio zum Beispiel eingeschlagen oder über Berlin, dann hätten wir Millionen Tote gehabt. Mit diesem Ausmaß der Verwüstung ist das Tunguska-Ereignis der verheerendste Meteoriteneinschlag in der modernen Menschheitsgeschichte. Klar, prähistorisch gesehen gab es natürlich noch viel schlimmere Ereignisse. Man denke nur an die armen Dinosaurier oder so, von denen sehr viele Arten ausgestorben sind, wenn auch nicht alle. Aber in der modernen Menschheitsgeschichte war das der krasseste Meteoriteneinschlag, den es gab. Und trotzdem weiß man so wenig darüber, vor allem, weil man das auch heute nur noch sehr schlecht nacherforschen kann, denn es gibt keinen Krater, zumindest sehr wahrscheinlich. Wie kann es sein, dass ein 200 Meter großer Meteor oder dann Meteorit, sobald er eingeschlagen ist, die Begrifflichkeiten sind ein bisschen verwirrend, keinen Krater hinterlässt? Das liegt wahrscheinlich daran, dass dieser Tunguska-Meteor, nennen wir ihn mal so, eine sehr geringe Dichte hat, also quasi sehr poröses Gestein, und dieses fliegt dann in der Atmosphäre auseinander und zerbricht. Das heißt, das Ding ist nicht im Ganzen unten angekommen. Dann hätten wir einen gigantischen Krater, wie zum Beispiel den Barringer-Krater in Arizona in den USA. Aber da es in der Atmosphäre schon zerbrochen ist, sind nur sehr viele kleine Geschosse auf die Erde eingeschlagen, und die waren nicht groß genug, um einen Krater zu erzeugen. Nichtsdestotrotz hat die Energie dieses Einschlags, die Atmosphärenreibung und alles, eine Hitzesäule wohl erzeugt, und die hat die ganzen Bäume umgeknickt. Trotz der geringen Besiedelung ist natürlich schon ein paar Leuten aufgefallen, dass da was passiert ist, und nicht nur den Rentieren. In einem einige hundert Kilometer entfernten sibirischen Dorf sahen die Bewohner eine 20 Kilometer hohe Feuersäule. Wow, die müssen auch gedacht haben, jetzt geht die Welt unter. Und die Druckwelle, die durch das Tunguska-Ereignis ausgelöst wurde, die bewegte sich mit Schallgeschwindigkeit über die Erdoberfläche fort und konnte mit Seismographen in verschiedenen Ländern gemessen werden. Nach 4 Stunden zum Beispiel kam die Druckwelle von Tunguska in Potsdam an, wo sie dann gemessen wurde. Also den Geologen damals war das schon klar, dass da irgendwas los war. Und ein russischer Geologe namens Kulik, der hat dann auch eine Expedition dorthin gemacht, aber hat eben keinen Krater gefunden, aus den Gründen, die ich eben schon beschrieben habe. Sogar das deutsche Luftschiff Graf Zeppelin ist extra über Sibirien geflogen, um den Krater zu finden.
finden, aber keine Chance, denn es gibt keinen Krater. Dann kam der Zweite Weltkrieg und die Erforschung des Ereignisses hatte keine allzu große Priorität mehr, logischerweise. Doch jetzt forschen wieder Geologen daran und fragen sich nach wie vor, was war da eigentlich los? Denn dass es keinen Krater gibt, das kann man erklären, da der Meteor eben in der Atmosphäre explodiert ist. Doch warum finden sich keine Stücke von dem Meteor? Bis heute hat niemand einen Stein in dem gesamten Gebiet gefunden, der zweifelsfrei aus dem Weltall kommt, der also zweifelsfrei Stück dieses Meteors war. Das ist schon ein bisschen seltsam, denn eigentlich müsste das Zeug doch da verteilt liegen. Und deswegen gibt es mittlerweile auch so ein paar andere Hypothesen. Einige Geologen behaupten zum Beispiel, es kam dort zu einem riesigen Vulkanausbruch oder einer Art Gasblase unter der Erdoberfläche, die explodiert ist. Das könnte sein, nur würde das nicht die 20 Kilometer hohe Feuerfontäne erklären. Denn sowas hat man eigentlich, also so eine krasse Fontäne hat man üblicherweise eigentlich nicht bei solchen geologischen Ereignissen. Deswegen gehen die meisten Forscher immer noch davon aus, es war ein Meteor. Und es wurden sogar mittlerweile einige Kandidaten für mögliche kleinere Krater gefunden, denn es kann ja sein, dass der Meteor zersprungen ist und kleinere Stücke sind eingeschlagen. Zum Beispiel der sogenannte Chekhovsee in dem Areal, das könnte ein kleiner Impact-Krater sein. Aber sicher ist man sich natürlich nicht. Und wie immer, wenn es so Unsicherheit über solche Ereignisse gibt und keine Hypothese wirklich bestätigt werden kann, kommen auch sehr abgedrehte Hypothesen hervor. Und hier finden wir wirklich alles Mögliche. Einige Leute behaupten, dass wir es hier mit einem primordialen schwarzen Loch zu tun hatten. Also ein sehr, sehr leichtes schwarzes Loch, das durch die Erde gerast ist und vielleicht zu einem ja mega krassen Erdbeben in Tunguska geführt hat. Andere sagen, es waren natürlich Aliens. Die Aliens sind auf die Erde geflogen und haben dann 60 Millionen Bäume umgeknickt, warum auch immer. Und so weiter und so fort. Also da finden sich wirklich alle möglichen Theorien. Konsequenterweise gibt es auch eine Folge von Akte X, die in Tunguska spielt. Und vielleicht kennen einige von euch das Spiel Borderlands 2. Dort kann man einen Raketenwerfer, glaube ich, finden mit dem Namen Tunguska, der ziemlich mächtig ist. Also das Tunguska-Ereignis hat die Popkultur nachhaltig beeinflusst. Man feiert den Asteroid Day, den Asteroidentag, natürlich nicht aus Jux am Tag des Tunguska-Ereignisses, sondern man möchte ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, dass sowas unfassbar gefährlich sein kann, eben Millionen Menschen töten kann. Denn die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann zu einem erneuten Tunguska-Ereignis kommt, die ist ja immens. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn das dann über einer Millionenstadt passiert, dann haben wir wirklich ein dramatisches Ereignis. Und deswegen soll der Asteroid eben darauf hinweisen, dass man sich auf solche Asteroiden- oder Meteoriteneinschläge wesentlich besser vorbereiten sollte. Denn damals waren die Leute noch nicht so weit. Selbst wenn sie den Tunguska-Asteroiden vorher entdeckt hätten, hätten sie keine Chance gehabt, das Ding abzuwehren. Da hätte man einfach nur zugucken können und sagen können, hoffentlich schlägt er in Sibirien ein, wie es ja dann auch war. Also Glück im Unglück, außer für die Rentiere. Und jetzt in unserer Zeit haben wir ein Asteroiden-Frühwarnsystem. Das heißt, wir würden das Ding sehr wahrscheinlich erkennen. Nur die Methoden, um Asteroiden abzuwehren, die sind immer noch sehr rudimentär, auch wenn es einige Ideen gibt. Vom mysteriösen Sibirien reisen wir nun in die Weiten des Alls. 1977 empfing ein Radioteleskop in Ohio ein Signal, das die Wissenschaft elektrisierte. War es tatsächlich eine Nachricht von einer Alien-Zivilisation? Das sogenannte Wow-Signal bereitet den Astronomen wirklich bis heute schlaflose Nächte. Schauen wir uns an, was oder wer dahinter steckt. Als der Astronom Jerry Eman im Jahre 1977 am Big Ear Radio Teleskop in Ohio arbeitete, widerfuhr ihm eines Tages etwas, das im wahrsten Sinne des Wortes nicht von dieser Welt war. Er empfing ein Signal aus dem All, das es vorher so noch nie gegeben hatte. Es war eine 72 Sekunden lange Datensequenz von Schmalband-Radiowellen, die aus der Richtung des Sternbilds Schütze stammte. Das Signal war derart unglaublich, dass Jerry Eman es ausdruckte und auf das Papier das Wort Wow schrieb. Daher ist es bis heute bekannt als das Wow-Signal. In der Schule haben die Lehrer auch immer in meinen korrigierten Mathe-Test Wow geschrieben, aber es war nicht positiv gemeint. Das Signal gilt bis heute als meistversprechender Anwärter für eine außerirdische Botschaft. Eine Botschaft einer außerirdischen Zivilisation. Im Gegensatz zu vielen anderen vermeintlich außerirdischen Signalen schließen führende Astronomen es nahezu aus, dass es sich um ein Signal mit irdischem Ursprung oder auch sogar Ursprung innerhalb unseres Sonnensystems handelt. Jerry Eman selbst schrieb dazu, da also alle Möglichkeiten eines irdischen Ursprungs ausgeschlossen wurden und die Möglichkeit eines außerirdischen Ursprungs nicht ausgeschlossen werden konnte, muss ich zu dem Schluss kommen, dass eine extraterrestrische Intelligenz das Signal gesendet haben könnte. Also wir haben hier ein Signal, von dem selbst seriöse Astronomen glauben, es
es könnte von Aliens stammen und dessen Ursprung bis heute nicht geklärt wurde. Als wäre das nicht faszinierend genug, gibt es neue Erkenntnisse, die das außerirdische Puzzle langsam vervollständigen. Der Astronom Alberto Cavallero hat etwas sehr Naheliegendes getan. Er hat nachgeschaut, ob es in der Richtung, aus der das Wow-Signal stammt, Sternsysteme mit potenziell habitablen Planeten gibt. Dafür hat er Daten des Gaia-Weltraumteleskops durchsucht, dessen Aufgabe es ist, große Teile des Himmels zu durchmustern. Und scheinbar stammt das Signal von einem Planeten namens Melmac und bedeutet übersetzt: Schickt uns alle eure Katzen. Okay, die Alf-Witze auf diesem Kanal nehmen langsam überhand. Spaß beiseite, er konnte den Ursprung des Signals unglaublicherweise wirklich auf ein bestimmtes Sternsystem eingrenzen. Es stammt wohl aus dem System namens, und jetzt festhalten, TUMES 1928-1982-2640123. Astronomen müssen sich wirklich mal bessere Namen einfallen lassen für neu entdeckte Objekte. Dieser Stern, den wir der Einfachheit halber jetzt mal TUMES nennen, befindet sich 1800 Lichtjahre entfernt im Sternbild Schütze, eben genau in der Richtung, aus der das Wow-Signal kam. Und jetzt kommt's. Dieser Stern ist quasi ein Zwilling unserer Sonne. Er besitzt eine Temperatur, die nur 5 Grad höher ist als die der Sonne, und einen Radius und eine Leuchtkraft, die fast identisch sind. Ist das nicht unglaublich? Das Wow-Signal scheint aus einem Sternsystem zu stammen, das unseren zum Verwechseln ähnlich sieht. Alberto Cavallero sagt zu seiner Entdeckung, es gibt einen Sonnenanalogon in der Region, aus der das fremdartigste Signal kam. Obwohl dieser Stern zu weit entfernt ist, um eine Antwort in Form einer Radio- oder Lichtübertragung zu senden, könnte er ein großartiges Ziel für Beobachtungen sein, um nach Exoplaneten in der Umgebung des Sterns zu suchen. Es ist also noch nicht bekannt, ob und welche Planeten den Stern Mass 2 umkreisen. Aber da er sonnenähnlich ist, ist es nach unseren Kenntnissen absolut denkbar, dass ein Exoplanet, der ihn in der richtigen Entfernung orbitiert, Leben beherbergen könnte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, wir sollten das James-Webb-Teleskop mal einen Blick auf dieses System werfen lassen, oder? Und wenn sich dann herausstellen sollte, dass es dort einen erdähnlichen Planeten gibt, dann wäre es vielleicht ein Versuch wert, eine Antwort dorthin zu schicken. Eine nette Erwiderung auf das Wow-Signal sozusagen. Alberto Cavallero sagt zwar, dass das System zu weit entfernt sei für eine Antwort, aber das stimmt nicht ganz. Die Antwort würde eben nur 1800 Jahre brauchen, bis sie da ist. Ebenso lange wäre auch das Wow-Signal unterwegs gewesen, wenn es von dort stammt. Unsere Antwort käme also mehr als 3500 Jahre nach Aussendung des Ursprungssignals dort an. Also ungefähr so lange, wie das Mädchen, das ihr gut findet, braucht, um euch bei WhatsApp zu antworten. Klar, es wäre ein Schuss ins Blaue, aber es ist unser bester Anhaltspunkt für außerirdisches Leben. Und auch wenn dieser Versuch der Kontaktaufnahme langwierig wäre, bin ich der Meinung, dass wir es versuchen sollten. Verkomplizierend kommt natürlich dazu, dass wir gar nicht wissen, was das Wow-Signal für einen Inhalt hatte, wenn es denn von Außerirdischen stammt. Wenn es eine Art interstellare Kriegserklärung war, wäre es vielleicht unklug, darauf zu antworten. Andererseits verraten wir unsere Position ohnehin täglich, da die menschliche Zivilisation jede Menge Signale wie Radiowellen ins All aussendet. Es hat also keinen großen Zweck, sich versteckt zu halten. Wenn außerirdische Zivilisationen die Galaxis absuchen, dann wissen sie ohnehin schon, wo wir sind. Ich denke, wir sollten es versuchen, vor allem, weil es einfach die wahrscheinlichste Erklärung für das Wow-Signal ist. Andere Erklärungsvorschläge, wie beispielsweise, dass das Signal von einem Kometen stammt, stellten sich in der Vergangenheit als falsch heraus. Im Jahre 2017 glaubte man, das Wow-Signal gelöst zu haben, weil man den Kometen Christensen als Urheber identifizierte. Das wird aber mittlerweile von der Mehrheit der Astronomen als unmöglich betrachtet. Die Hinweise auf einen Alien-Ursprung verdichten sich also mehr und mehr, muss man sagen. Mich würde eure Meinung zu dem ganzen Thema interessieren. Was ist die Erklärung für das Wow-Signal? Und wenn es außerirdischen Ursprungs sein sollte, sollten wir antworten oder haltet ihr das für zu gefährlich? Schreibt mir eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche, auf so viel wie möglich zu antworten, versprochen. Apropos Außerirdische, kürzlich machte eine Nachricht aus Mexiko Schlagzeilen, die wie aus einem Sci-Fi-Film klingt. Im mexikanischen Parlament wurden angeblich mumifizierte Überreste von Aliens präsentiert. So wie der aussieht, hat er übrigens zu wenig Holy getrunken. Denkt dran, euch hier den Rabatt zu sichern. Jede Bestellung hilft dem Kanal. Ja, ist diese Mumie der Beweis, auf den UFO-Enthusiasten so lange gewartet haben, oder steckt etwas anderes dahinter? Wir schauen uns die mexikanische Alien-Mumie mal an. Den Abgeordneten im Hohen Haus des mittelamerikanischen Staates wurden vermeintliche Alien-Mumien vorgestellt. Zugeschaltet als Experte war sogar A.V. Loeb, der Harvard-Professor, der bekannt geworden ist mit seiner These, dass der interstellare Komet Oumuamua ein Alien-Raumschiff gewesen sei. Sei vorgestellt wurde der Fund vom Journalisten und selbsterklärten UFO-Experten Jamie Maussan.
Der sagt, es sind nicht menschliche Wesen, wir wollen sie aber nicht als Außerirdische bezeichnen, weil wir es nicht wissen. Gefunden habe er diese Mumien in Peru und Spezialisten der Nationalen Universität von Mexiko hätten sie mit Radiokarbonmessung auf ein Alter von rund 1000 Jahren datiert. Außerdem sei DNA gefunden worden, wovon aber ein Drittel unbekannter Natur sei. Also, was ist jetzt hier los? Wurden da wirklich Alien-Mumien im mexikanischen Parlament vorgestellt? Die überraschende Antwort lautet: Nein. Und hier kommen 5 Argumente, weshalb diese Story nicht echt ist. Erstens, dass dies im Parlament Gehör gefunden hat, ist kein Beweis für irgendwas. Viele Leute haben geschrieben, dass das ja was Ernstzunehmendes sein muss, weil es bis ins Parlament gekommen ist. Dazu möchte ich erstmal vorsichtig fragen, ob diese Leute mal gesehen haben, was in Deutschland so bis ins Parlament kommt. Außerdem wurde der Auftritt im Parlament in diesem Fall alleine vom Abgeordneten Sergio Gutierrez, ein guter Freund von Maussan, im Namen des öffentlichen Interesses initiiert. Es ist also nicht dazu gekommen, weil man es allgemein für ein Thema nationaler Tragweite hielt, sondern weil ein Abgeordneter es vorgeschlagen hat. Das ist so, wie wenn im Deutschen Bundestag ein Abgeordneter durchsetzt, dass es jetzt einen Wortbeitrag zur Förderung von Genderkursen in Pakistan bezahlt aus Steuergeldern geben soll. Kann dann halt passieren, sagt aber nichts über die Sinnhaftigkeit aus. Zweitens, die Radiokarbonmessung sagt nichts aus. Die Messung wurde zwar tatsächlich vorgenommen, aber die Universität veröffentlichte danach direkt eine Erklärung, dass die Arbeit des Nationalen Labors für Massenspektrometrie mit Beschleunigern, kurz LEMA, nur dazu diente, das Alter der Proben zu bestimmen. In keinem Fall ziehen wir Rückschlüsse auf die Herkunft der Proben, heißt es in der Erklärung. Anders gesagt, natürlich findet man irgendwo in Peru etwas, das 1000 Jahre alt sein kann und kann das dann so zusammenformen. Die Angabe der Uni bezieht sich rein auf das Alter des Materials, auf nichts anderes. Drittens, dass hier von DNA gesprochen wird, entlarvt die ganze Geschichte. Wer davon ausgeht, dass außerirdische Lebensformen DNA besitzen würden, macht sehr deutlich, dass er sich noch nie mit Exobiologie beschäftigt hat. Wir wissen nicht, wie außerirdisches Leben aufgebaut ist, aber DNA ist eine Nukleinsäure, die Erbinformationen aller irdischen Lebewesen trägt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine extraterrestrische Spezies, die über Millionen und Milliarden Jahre auf einem anderen Planeten evolutioniert ist, genau denselben Mechanismus verwendet, um Erbinformationen zu speichern? Zufälligerweise sind die Alien-Gene auch auf Nukleinsäure gecodet, wie auf der Erde? Das ist ja praktisch. Was mich auch direkt zum 4. Punkt führt. Diese Aliens, die hier vorgestellt wurden, sehen schlechter aus als bei einem Schulprojekt von 5-Klässlern. Sie sehen so generisch ET-mäßig aus, dass man Steven Spielberg schon prophetische Fähigkeiten zuschreiben müsste, wenn er zufälligerweise sein Alien ET genauso designt hätte, wie Aliens wirklich aussehen. Und fünftens, letztes Argument, Jaime Maussan ist bereits berühmt-berüchtigt, da er schon mal mit so einem Hoax aufgeflogen ist. Vor 8 Jahren, 2015, führte er eine vergleichbare Präsentation durch. Er präsentierte Aufnahmen eines kleinen Körpers, der angeblich beim legendären Absturz eines UFOs in Roswell gefunden wurde. Damals wurde Maussan vom mexikanischen Wissenschaftler Jesús Benítez unterstützt, der auch in dieser Woche wieder anwesend war und die Röntgenaufnahmen vorstellte. Damals konnte allerdings zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass der kleine Körper eine menschliche Kindermumie aus dem 19. Jahrhundert war. Bei Twitter werden Beiträge dazu jetzt schon mit Community Notes versehen. Aus meiner Sicht übrigens ein fantastisches Feature, das Elon Musk da eingeführt hat, weil Politiker damit oftmals direkt ihre eigenen Unwahrheiten um die Ohren gehauen bekommen. In diesem Fall sagt die Community Note: Der mexikanische Journalist und bekannte UFO-Betrüger Jaime Maussan ist kein Neuling in Sachen angeblicher Alien-Mumien. Die Alien-Mumie aus Peru ist ein Schwindel und ein Betrug, der schon vor einigen Jahren aufgedeckt wurde. Schreibt mir aber gerne auch mal eure Argumente in die Kommentare. Seht ihr das wie ich? Sind diese Alien-Mumien fake? Oder denkt ihr, da könnte doch was dran sein? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Zum Abschluss unserer Reise durch die mysteriösesten wissenschaftlichen Ereignisse kommen wir zurück auf die Erde und zu einem der größten Genies der Menschheitsgeschichte, Albert Einstein. Der revolutionierte unser Verständnis von Raum, Zeit und Gravitation. Doch nach seinem Tod geschah etwas Unglaubliches mit seinem Gehirn. Eine Geschichte, die wie ein Krimi klingt, aber wahr ist. Albert Einstein ist wohl der bekannteste Wissenschaftler aller Zeiten. Die einen verehren ihn wegen seiner bahnbrechenden Theorien im Bereich der Physik und Astrophysik. Seine allgemeine und spezielle Relativitätstheorie sind bis heute das Maß aller Dinge und unwiderlegt. Erst kürzlich haben sie sich bei der ersten Aufnahme eines schwarzen Loches wieder bestätigt. Einstein hatte es genau so vorherberechnet.
Die anderen lieben ihn wegen seiner weisen Sprüche und Zitate und seiner pazifistischen Einstellung. Also kurzum, Albert Einstein ist ein richtiger Popstar der Physik. Die wenigsten Leute wissen allerdings, was mit seinem Gehirn nach seinem Tod geschehen ist. Eine wirklich gruselige Geschichte. Albert Einstein starb am 18. April 1955 im Alter von 76 Jahren und hatte vor seinem Tod verfügt, dass sein Leichnam verbrannt werden soll. Denn er wollte verhindern, dass sein Grab zu einer Art Pilgerstätte für Fans wird. Wollte er nicht, er war ein sehr bescheidener Kerl und wollte also diesen posthumen Ruhm nicht haben. Seine Leiche wurde auch verbrannt, mit der Ausnahme seines Gehirns und seiner Augen. Der Name des Pathologen, der Einsteins Leichnam begutachten und vorbereiten sollte, war Thomas Harvey. So ganz wurde er seiner Aufgabe aber nicht gerecht, denn statt den Leichnam für die Einäscherung vorzubereiten, entfernte er das Gehirn von Einstein und dessen Augen. Super schräg, er schenkte die Augen Einsteins Augenarzt, die bis heute im Tresor irgendwo in New York stehen, und das Gehirn nahm er mit nach Hause. Ja, also er hat einfach Einsteins Schädeldecke geöffnet, Gehirn rausgenommen und mit nach Hause in seinen Keller genommen. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass er seinen Job verloren hat. Als das nämlich rauskam, denn dass der Leiche das Gehirn fehlt, das kommt wohl irgendwie raus, wurde er hochkant gefeuert. Eigentlich hätte er auch das Gehirn zurückgeben müssen. Er hat aber mit dem Sohn von Albert Einstein lange verhandelt, bis der Sohn schließlich gesagt hat, okay, du kannst das Gehirn von meinem Vater behalten. Sehr kurios. Und das Ziel des Ganzen war nicht etwa, dass er sich das Gehirn zu Hause aufstellen wollte. Er wollte es untersuchen, um herauszufinden, warum Einstein so ein Genie war. Also ob man im Gehirn Anzeichen dafür finden kann, dass jemand ein Genie ist. Es sollte eine bahnbrechende Forschung auf dem Bereich der Neurowissenschaften werden. Soweit so gut. Jetzt war das Problem, Thomas Harvey war aber kein Neurowissenschaftler, er war Pathologe. Er selber konnte diese Forschung also nicht durchführen und er hat deswegen versucht, Wissenschaftler zu finden, die ihm helfen können. Dafür hat er Teile von Einsteins Gehirn verschickt. Er hat also erstmal das Gehirn in 60 Würfel zerschnitten und hat diese Würfel dann an allerhand Leute verschickt. Ein Sechstel des Gehirns hat er zum Beispiel einfach dem Hausarzt von Einstein geschenkt und er hat das auch angenommen, seltsamerweise. Ja, irgendwie hat sich aber keiner gefunden, der die Forschung durchführen wollte, denn das Ganze hatte ja einen sehr unseriösen Charakter. Ich meine, stellt euch vor, jemand kommt auf euch zu und sagt, hier, ich habe das Gehirn geklaut, willst du daran forschen? Wohl kaum. Und Reporter waren natürlich sehr interessiert an der Sache und haben das Haus von Harvey belagert und die ganze Zeit gefragt, ja, wann kommen denn jetzt nun die Ergebnisse der Forschung? Warum war Einstein so ein Genie? Und Harvey hat die Reporter jahrzehntelang vertröstet und hat immer gesagt, ja, in ein, zwei Jahren werde ich meine Ergebnisse veröffentlichen. Tatsächlich hatte er aber überhaupt keine Ergebnisse, denn er hat niemanden gefunden, der ihm bei seinen Forschungen hilft. Schließlich kam es sogar so weit, dass diese Hirnforschungen die Frau von Thomas Harvey so sehr genervt hatten, dass sie ihn rausgeschmissen hat. Thomas Harvey ist dann ausgezogen und hat viel später erst gemerkt, dass er das Gehirn zu Hause vergessen hatte. Seine Frau hat ihn dann nochmal angerufen und hat gesagt, ey, das Gehirn von Albert Einstein liegt noch im Keller, hol das mal bitte ab. Ist Thomas Harvey wieder zurück, hat das Gehirn mitgenommen und hat es in seiner neuen Wohnung aufbewahrt. 1985, also Jahrzehnte nach Einsteins Tod, hat Harvey dann endlich eine Forscherin gefunden, die sich bereit erklärt hat, an dem Gehirn zu forschen. Ihr Name war Marion Diamond von der Universität Berkeley in Kalifornien und sie hat also sich dann einige Gehirnwürfel vorgenommen, untersucht und herausgefunden, an dem Gehirn ist nichts Besonderes. Die Studie stieß in der Fachwelt aber auf Kritik, weil sie wohl fachlich nicht ganz sauber durchgeführt worden war, aber der Tenor war, es gibt an diesem Gehirn keine Besonderheiten. Ja, die Jahre verstrichen und das Gehirn lagerte also weiter bei Thomas Harvey zu Hause. Keine Forscher wollten es sich mehr anschauen. Und 1997, da war Thomas Harvey selber schon 84 Jahre alt, hat er sich dann gedacht, komm, was soll ich mit dem Gehirn jetzt weiter? Und wollte es der Enkelin von Einstein schenken. Er ist durch die ganzen USA gefahren, das Gehirn im Kofferraum in einer Tupperdose. Es wird immer seltsamer, ich weiß. Und ist also dann mit dieser Tupperdose mit Einsteins Gehirnwürfeln zur Enkelin gefahren, hat geklingelt und hat gesagt, hier, das Gehirn von deinem Opa. Und wenig überraschend, die Enkelin wollte das nicht haben. Sie hat wohl gesagt, das sieht aus wie dickflüssige Hühnersuppe. Also ist Harvey unverrichteter Dinge wieder abgezogen, hat das Gehirn mitgenommen und hatte es weiterhin. Ja, im Jahre 2007, kurz vor Harveys Tod, hat er sich dann entschlossen, das Gehirn wieder an die Pathologie in Princeton zurückzugeben, also da, wo er auch früher gearbeitet hat.
Nach 40 Jahren Odyssee kam Einsteins Gehirn also schließlich wieder zurück und wurde dann, oder Teile davon, das war ja mittlerweile schon zerhackstückelt, Teile davon, kleine Gehirnscheiben unter einer Glasplatte, wurden schließlich am Museum vergeben und man konnte sie dann in mehreren Ausstellungen besichtigen. Ich hoffe, ihr seid nun absolute Experten für mysteriöse Akte X-Ereignisse. Über alle zukünftigen Entdeckungen werde ich euch hier auf dem Kanal informieren. Also vergesst nicht, jetzt den Abo-Button zu drücken. Abonnieren ist absolut kostenlos. Ihr verpasst nie wieder ein Video und helft mir eben, mein großes Ziel von 300.000 Abonnenten zu erreichen. Win-win. Ja, gerade letzte Woche gab es einen weiteren mysteriösen wissenschaftlichen Fund auf dem Mars. Der Rover Perseverance hat dort möglicherweise Hinweise auf außerirdisches Leben entdeckt. Ich nehme euch nicht auf den Arm, Leute. Es ist wirklich wahr. Die Originalaufnahmen des Funds gibt es im angezeigten Video. Klickt unbedingt mal oben rechts. Und für eine galaktische Ladung Energie, vergesst nicht unten links auf den Link des Sponsors Holy zu klicken und euch meinen Rabatt zu sichern. Jede Bestellung hilft dem Kanal. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.